Andacht vom 11.08.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Die Kultur des Reiches Gottes. Ich werde heute etwas mit euch teilen, was interessant sein könnte. Ich war heute Nacht mitten in einem Traum und wachte dann auf. Ich mag es nicht, wenn das passiert. Ich wache lieber nach einem Traum auf. Es war ein prophetischer Traum. Mitten in einem Gespräch wachte ich auf. Ich dachte darüber nach, betete darüber, las in der Bibel. Es war unglaublich. Es war ein langer Traum. Ich erzähle euch das Wichtigste. In meinem Traum war ich in einem Gespräch mit einer Person, die den Willen Gottes tun wollte. Diese Person kam zu mir und bat mich, sie etwas über Gott zu lehren. Ich weiß nicht, wer diese Person war. In einem prophetischen Traum ist die Sprache nicht wörtlich zu verstehen. Man muss wissen, dass die Sprache oft interpretiert werden muss und die Symbole auch. Oft sogar die Leute, wer wen repräsentiert. In diesem Traum repräsentierte ich nicht mich selbst, sondern Jesus. Diese Person wollte von mir, dass ich sie die richtigen Wege Gottes lehre. Ich war von vielen Dingen berührt. Ich sagte einen Satz und davon wachte ich auf. Immer, wenn du dich für Gottes Wege statt für deine Wege entscheidest, errichtest du eine neue Kultur in deinem Leben. Das ist es, warum ich aufwachte. Ich sprach mit dieser Person über Kultur. Dieser Satz war so betont und wichtig, deshalb wachte ich auf. Ich stand auf und las die Bibel wie jeden Tag. Ich lese immer dieselbe Version auf Englisch, die King James Version. Ich mag sie, weil sie sehr genau übersetzt und gut verständlich ist. Aber plötzlich spürte ich, dass ich die Passion-Übersetzung lesen sollte. Keine Ahnung warum. Das ist eine moderne Übersetzung, die leichter zu verstehen ist. Erinnert euch an die letzten Worte, die ich in meinem Traum sagte. Immer wenn du Gottes Wege über deine Wege stellst, errichtest du eine neue Kultur. Und als ich dann in dieser Passion-Übersetzung Römer Kapitel 12, 1 und 2 aufschlug, steht da tatsächlich das Wort Kultur. Mir war nicht bewusst, dass die Bibel irgendwo über Kultur spricht. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo in der Bibel das Wort Kultur gelesen zu haben. Aber hier in der Passion-Übersetzung fand ich das Wort Kultur. Das bewegte mich sehr, denn offensichtlich redete Gott zu mir. Ich möchte also darüber reden, in der richtigen Kultur zu leben. Was ist Kultur? Das Lexikon beschreibt sie als eine Mischung aus Glauben, Einstellungen und einer Reihe von Gebräuchen. Die Kultur beeinflusst uns sehr, mehr als wir denken. Kultur ist wichtig. Es ist wichtig, eine Kultur zu haben. Aber das Problem ist, wenn die Mischung aus Glauben, Einstellungen und Traditionen sich gegen Jesus wendet. Es gibt die Kultur eines Landes, es gibt eine Kultur innerhalb von Gemeinden, es gibt eine Kultur in Familien und Firmen. Apple hat seine eigene Kultur entwickelt, Amazon hat seine eigene Kultur. Ich erinnere mich noch gut, als ich nach Amerika ging. Ich meine, ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Und jeder Mensch empfindet seine Kultur als die richtige. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass die Menschen mit einem offenen Denken reisen. Das kann sehr lebensverändernd sein. Also, ich war ein österreichischer Mann mit 20 Jahren, als ich nach England ging. Dort lebte ich 3 Jahre. Dort war die Bibelschule und dann arbeitete ich in einer Gemeinde mit. Dann kam ich wieder nach Österreich und predigte in meinem ganzen Heimatland von Jesus und gründete Gemeinden. Ich war auch davon überzeugt, dass mein Land das Beste war.
Weißt du, es ist eins der besten. Das sage ich mit Überzeugung, weil es offensichtlich so ist. Ich hatte wirklich das Glück, in einem der besten Länder der Welt geboren zu werden. Der Lebensstandard in Wien ist seit über 20 Jahren einer der höchsten auf der Welt. Bevor ich 2004 Österreich verließ, waren meine Söhne 10 und 12 Jahre alt. Sie waren es gewohnt, alleine in die Nachbardörfer zu fahren, um sich mit ihren Freunden zu treffen. Ich hatte kein Problem damit, sie alleine im Bus fahren zu lassen. Ich wusste, dass sie dort sicher waren. 2004 ging ich nach Amerika, weil Gott es mir sehr klar gesagt hatte. Wir zogen in einen Teil von Amerika, das sich Bible Belt nannte. Daniel kennt das. Er lebte 2,5 Jahre in Amerika. Dieser Bible Belt ist wirklich ein sehr trauriger Ort. Die Menschen dort sind so religiös, dass es beinahe absurd ist. Ich schämte mich, mich dort einen Christen zu nennen, weil das Bild, das die Christen abgaben, so grauenhaft war. Ich zog also mit meiner Familie dorthin und zu Beginn behielten wir unsere österreichische Kultur bei. Aber was geschah? Ich begann, mich zu beschweren. Ich wurde stolz. Ich begann zu denken, dass mein Land doch viel besser sei. Und so weiter. Nach wenigen Wochen sagte Gott zu mir: Hör auf, dich zu beschweren. Ändere deine Haltung oder geh wieder heim. Aber ich war ja dorthin gegangen, weil Gott mich dorthin geschickt hatte. Dann sprach Gott zu mir: Reinhard, ich möchte, dass du die Kultur jedes Landes an jedem Ort der Welt achtest, außer diese Kultur wendet sich gegen das Reich Gottes. Also, ich lebte in England, das ist eine komplett andere Kultur. Ich bin ein Österreicher, da ist die Kultur anders. Ich lebte 10 Jahre in Amerika, dort gibt es eine total andere Kultur. Jetzt lebe ich seit 7,5 Jahren in Brasilien. Da ist die Kultur wieder anders. Außerdem bin ich in viele weitere Länder gereist und habe lauter unterschiedliche Kulturen kennengelernt. In meinem Herzen kam ich zu der Erkenntnis, dass wir als Christen in der Kultur Jesu Christi und des Reiches Gottes leben müssen. Es ist eine traurige Tatsache, dass wir Christen werden und weiter in unserer menschlichen Kultur leben, selbst wenn diese Kultur sich gegen das Reich Gottes wendet. Denk darüber nach. Unsere Familienkultur, die Kultur unseres Landes, Österreicher bleiben Österreicher, Amerikaner bleiben Amerikaner, Brasilianer bleiben Brasilianer. Darin liegt der Fehler, den viele Missionare begangen haben. Sie kamen in ein fremdes Land, sie predigten von Jesus, viele Menschen wurden errettet. Aber anstatt die Kultur des Reiches Gottes aufzubauen, versuchten sie, den Völkern eine neue Kultur aufzudrücken, sogar gegen Jesus Christus. Diese neue Kultur war eine Mischung aus ihrer eigenen Kultur und der Kultur von Religion, die so nicht in der Bibel zu finden ist. Schaut, ich fahre an Orte in Brasilien, wo es so heiß ist, dass ich fast sterbe. Ich gehe dahin, wo die Menschen nur kurze T-Shirts und kurze Hosen anhaben, weil es so heiß ist. Und dann gehst du zu einem Gottesdienst und jeder trägt einen Anzug. Das macht keinen Sinn. Es geht nicht nur um die Kultur des Landes. Das ist die religiöse Kultur, die einige Amerikaner dorthin gebracht haben. Ich muss schön gekleidet sein im Haus Gottes. Wir sind das Haus Gottes, oder? Das ist nur ein Beispiel. Deshalb liebe und umarme jede Kultur jedes Landes, wohin du kommst. Außer sie wendet sich gegen Jesus Christus und sein Reich. Und das hat nichts mit religiöser Kultur zu tun. Das müssen wir Christen lernen. Es gibt sehr gute und sehr schlechte Punkte in der brasilianischen Kultur, ebenso in der amerikanischen oder österreichischen Kultur.
Für uns Christen ist es wichtig, unsere eigene Kultur zu lieben, außer da, wo sie die Kultur des Reiches Gottes verletzt. Schaut, Jesus wurde als ein Jude geboren in einer jüdischen Kultur. Er wurde also in eine bestimmte Kultur hineingeboren, unter die Menschen seiner Kultur. Jesus war voller Mitgefühl und voller Liebe. Und zugleich widerstand Jesus ununterbrochen der Kultur der Juden, wenn diese dem Reich Gottes widerstand. Die jüdische Kultur damals war auch sehr religiös geprägt. Viel Verhalten wurde von den Menschen einfach erwartet. Aber wenn ihr Jesus beobachtet, ließ er sich nie von seiner Kultur unterjochen. Er sagte Sätze wie diesen: Leute, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind keine Gefangenen dieser Kultur. Wir gründen eine neue Kultur. Denkt nach, worüber sprach Jesus mehr als über alles andere? Es gibt etwas, worüber Jesus öfter redete als über alles andere. Er sprach über das Reich Gottes. Er befahl seinen Jüngern zu gehen und das Evangelium und das Reich Gottes zu verkünden. Aber Reinhard, was ist das Reich Gottes? Das werde ich immer wieder gefragt. Ich sage es dir, das Reich Gottes ist Kultur. Hast du das gewusst? Ein Reich ist das, worüber ein König regiert. Es gibt kein Reich, über das kein König herrscht. Aber dann war da dieses kleine Reich Israel, das von einem größeren Reich besetzt war, von den Römern. Herodes war der jüdische König und es gab Machthaber, die über ihn und sein Land bestimmten. So, und jetzt kommt da dieser Mann, der von sich behauptet: Ich bin der König. Wie bitte? Wer bist du? Ich bin der König. Und ich bringe ein neues Reich. Überlegt euch das. Heutzutage würde Jesus sofort im Gefängnis landen. Jesus versuchte ständig, die gängige Kultur zu stürzen und seine Kultur einzuführen. Er versuchte, eine neue Regierung zu setzen. Das ist verrückt. Aber Jesus tat es, indem er sagte: Ab jetzt ist das neue Reich die neue Kultur unter euch. Und ihr müsst diese neue Kultur lernen und anwenden. Jesus erscheint und bringt einfach eine neue Kultur des Himmels. Gehen wir zurück zum Text und zu meinem Traum. Erinnert euch an die letzten Worte, die dort gesprochen wurden, bevor ich aufwachte. Immer, wenn du Gottes Wege über deine eigenen Wege stellst, festigst du eine neue Kultur in deinem Leben, die Kultur Gottes. Es geht hier nicht darum, dass du nicht mehr deiner Wege gehst, aber es geht um die Frage, ob deine Wege dem Willen Gottes entgegenstehen. Woher also wissen wir, was Gottes Wille und Gottes Reich und Gottes Kultur ist? Das ist sehr einfach. Wir wissen, wie Jesus es uns vorgelebt hat und was uns die Apostel in ihren Briefen zum Lebensstil lehren. Diese beiden Hilfsmittel helfen uns, Gottes Kultur zu erkennen und zu leben. Schaut, was hier steht. Ich lese es aus der Passion-Übersetzung vor. Römer 12, 2. Hört auf den Vorstellungen und Meinungen der Kultur, die euch umgibt, nachzueifern. Ich habe wirklich noch nie das Wort Kultur in der Bibel gelesen. Und ich bin so begeistert, weil Gott in meinem Traum über Kultur spricht und dann lese ich ausnahmsweise in der Passion Bible und da steht der Begriff Kultur. Bisher habe ich zwar von der Passion Übersetzung gehört, aber nie darin gelesen. Ich bin einfach dem Drängen des Heiligen Geistes gefolgt. Und dann finde ich in dieser Übersetzung tatsächlich das Wort Kultur. Ich bin begeistert.
Wir sollen also nicht den Vorstellungen oder Meinungen der Kultur, in der wir leben, folgen. Hör mir zu. Deine Familie hat eine Kultur geschaffen. Dein Land hat eine Kultur festgelegt. Die Kirche hat eine Kultur geschaffen. Was geschieht, wenn wir der Kultur um uns herum folgen? Wir passen uns an und alles andere muss sich dann irgendwie dort einfügen. Aber ist das wirklich das, was Gott möchte? Ich möchte dir etwas sagen und ich hoffe, du verstehst mein Herz. Fast jede Gemeinde, in die du kommst, wird dich als rebellisch bezeichnen, wenn du dich nicht ihren ungeschriebenen Gesetzen und Verhaltensweisen anpasst. Denk darüber nach. Das ist richtig falsch, denn jede Gemeinde kann eine falsche Kultur festgelegt haben, die mit dem Reich Gottes rein gar nichts zu tun hat. Aber wenn du dich nicht fügst und lieber die Kultur des Reiches Gottes lebst, giltst du als rebellisch. Indem du jedoch der Kultur deiner Familie, deiner Gemeinde, deines Landes gehorchst, widerstehst du der Kultur Gottes und verletzt die Kultur Jesu. Dann ermutige ich dich, rebellisch zu sein, denn hauptsächlich musst du der Kultur Jesu folgen. Wie viele von uns haben unser eigenes Gewissen verletzt, das durch die Bibel bestätigt worden war? Und warum? Weil wir so Angst davor haben, die Kultur um uns herum zu verletzen. Wir hatten in der Intensiv-IPS eine Studentin. Ich sagte zu Debbie: Liebling, ich muss sie mitbringen, sie ist so herzallerliebst. Und wir richteten ihr ein Zimmer her, wo sie übernachten konnte. Ich kenne auch ihren Mann. Sie ist so süß. Sie sagte: Etwas, was ich an dir, Reinhard, so mag, ist, dass du den Leuten lächelnd in die Augen schauen und Nein sagen kannst. In der brasilianischen Kultur kann man das nicht machen. Da musst du Ja sagen, den Raum verlassen und dich beschweren. Aber bitte, was ist ehrlicher? Wir müssen tun, was das Reich Gottes tut. Wir wandeln in perfekter Liebe. Oftmals wäre es nicht einmal Liebe, wenn man Ja sagt. Oftmals verletzt die Kultur, in der wir leben, Jesus und die Kultur seines Reiches. Jesus verstand sehr klar, dass er sich der Kultur um sich herum nicht anpassen konnte, wenn er dabei die Kultur des Reiches Gottes verletzt hätte. Was würde geschehen, wenn jeder Christ an jedem Ort rund um den Erdball sich nach der Kultur des Reiches Gottes ausrichten würde? Ich glaube, dass die Erde sehr kraftvoll berührt würde. Paulus warnt uns also, uns von der Kultur um uns herum beeinflussen zu lassen. Weiter schreibt er: Aber werdet innerlich verändert durch den Heiligen Geist. Das ist eine totale Umformung eures Denkens. Das wird euch befähigen, die Güte Gottes zu leben, was zu einem wunderbaren Leben führt. Das ist schön und gut in Gottes Augen. Schaut, wunderbar. Das hat mich heute früh so berührt. Erst sagt Paulus: Hört auf, die Kultur um euch herum nachzuahmen. Schon das allein ist so kraftvoll. Ich kümmere mich nicht um die Kultur meiner Familie oder einer Gemeinde oder des Landes, in dem ich lebe. Es interessiert mich nicht. Es gibt etwas, das Debbie und mich sehr verbindet. Sie ist immer echt und ehrlich. Sie interessiert sich nicht für die Kultur der Familie oder von sonst jemandem. Sie ist immer ehrlich. Aber wir wurden so sehr dazu erzogen, Angst zu haben, die Kultur um uns herum zu verletzen. Deshalb fürchten wir uns davor, die Kultur des Reiches Gottes zu leben, weil wir nicht die Kultur um uns herum verletzen wollen. Wir wollen überall korrekt leben. Jesus interessierte das nicht. Er lebte mit all seiner Kraft die Kultur seines Vaters.
Als er ein 12-jähriger Junge war, blieb er im Tempel seines Vaters. Und seine Eltern waren empört. Denk darüber nach, wie Jesus lebte. Er ging in eine Synagoge, die nicht das Haus seines Vaters war. Heutzutage könnte man das mit einem Gemeindegebäude vergleichen. In solch einem Gebäude gibt es Regeln, wie man sich verhalten soll. Jesus hielt sich nicht daran. In solch einem Kirchengebäude war es nicht erlaubt, Wunder zu tun, vor allem nicht am Sabbat. Aber Jesus tat das ununterbrochen. Warum nahm Jesus die Menschen nicht heimlich mit hinaus und heilte sie dort? Er hätte das tun können, statt es mitten in der Synagoge und vor den Augen der Schriftgelehrten zu tun. Er erklärte uns, warum. Er sagte, dass er tut, was er den Vater tun sieht. Also tat er es. Wenn ich den Vater etwas tun sehe, handle ich danach, egal was eine Kultur mir aufdrücken will. Jesus sprach mit einer Frau, die in ihrer Gesellschaft nicht geachtet war. Er redete mit Prostituierten und erlaubte einer von ihnen, seine Füße mit ihren Tränen zu waschen und mit ihren Haaren zu trocknen. Er aß mit Sündern. Das war einem Rabbi nicht erlaubt. Wenn ihr das Leben Jesu anschaut, stellt ihr fest, dass er sich nie um die Kultur seiner Familie, seiner Religion oder seines Volkes scherte. Hört, Leute, ich denke nie, dass irgendeine Kultur irgendeines Landes völlig gut und richtig ist. Ja, ich sage sogar, dass Teile der Kultur meines Heimatlandes Österreich schrecklich sind, weil sie dem Reich Gottes widersteht. Ebenso gibt es Anteile in der Kultur Amerikas, die die Kultur von Gottes Reich verletzen. Was würde geschehen, wenn wir Paulus Worte ernst nehmen? Wenn wir die Vorstellungen und Meinungen der Kultur um uns herum nicht mehr beachten? Dann wird jeder Ort, an den ich komme, vom Geruch des Reiches Gottes eingenommen und nicht mehr vom Duft der menschlichen Kultur. Wenn wir das verstehen, wird sich die Frage nach richtig oder falsch nicht mehr stellen. Denn dann leben wir in der Kultur des höchsten Königreichs, das es überhaupt gibt. Dann begreifen wir plötzlich, dass das Gesetz dieser Kultur die Liebe ist. Es ist nicht selbstsüchtig, sondern selbstlos. Überlegt. Denkt nach, wie wir mit Finanzen umgehen. Überlegt, wie Menschen bezahlt werden, die für uns arbeiten. Denkt über jeden Lebensbereich nach. Zum Beispiel Sex. Ich bekam einen Videoanruf. Ein Freund, wirklich sehr verstört wegen einer Frau. Die Frau ist um die 30 und sie will Jesus wirklich nachfolgen. Ich habe sie selbst getauft. Eines Tages kamen sie auf mich zu und baten mich, ob wir reden könnten. Ich stimmte zu. Der Mann sagte, wir wollen befreundet sein und wir wollen wissen, wie du das siehst. Ich antwortete, ich werde euch meine Meinung nicht sagen. Ihr selbst müsst herausfinden, ob ihr eine Partnerschaft leben wollt oder nicht. Das ist eure Verantwortung. Aber eins werde ich tun. Ich werde euch aus der Sicht des Reiches Gottes aufzeigen, wie eure Beziehung aussehen soll, wie Jesus es uns vorlebte und wie die Apostel es in den Briefen beschrieben. Das hat nichts mit Gesetzen und Regeln zu tun, sondern mit Reinheit. Reine Liebe ist selbstlos. So gab ich ihnen Rat, wie sie Beziehung leben sollten. Und sie begannen ihre Partnerschaft zu leben. Wenige Monate später rief mich die Frau an und sagte, dass sie ein Gespräch brauchten. Also redeten wir wieder. Sie hatten sich mit ein paar Freunden getroffen und sie kamen auf das Thema Sex vor der Ehe. Die Leute meinten, das sei doch altmodisch, auf die Ehe zu warten. Und Gott sei doch Liebe und es gehe nur um Liebe. Und wenn man doch heiraten wolle und einander liebe, könne man auch vor der Ehe Sex haben. Die Frau war dadurch wirklich verstört. Deshalb hatte sie mich um ein Gespräch gebeten.
Was sie aber am meisten störte, war, dass ihr Freund vor den Freunden keine klare Meinung bezüglich Sex vor der Ehe zum Ausdruck gebracht hatte. Er hatte gedacht, seine Freunde hätten recht. Immerhin klang ihre Argumentation recht überzeugend. Er sagte, ich denke auch nicht, dass es richtig ist zu warten. Und sie fragte, was soll ich tun? Ich wiederholte, dass ich ihnen nicht sagen konnte, wie sie sich verhalten sollten. Aber ich konnte ihnen die Kultur des Reiches Gottes aufzeigen. Die Kultur des Reiches Gottes ist sehr einfach. Jede sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe ist Sünde. So einfach ist das. Die Bibel sagt auch warum. Sie erklärt, warum sexuelle Sünden schlimmer sind als andere Sünden. Wenn mein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, kann ich diesen Leib niemandem mehr hingeben, außer ihm und der Person, mit der ich in einem Bund verbunden bin. Und bis zum Tag der Hochzeit bin ich nicht in einem Bund. Was geschieht? Wir sind nicht bereit, die Kultur der Welt zurückzuweisen. Wir passen uns ihr an. Heutzutage ähneln viele christliche Beziehungen sehr den Beziehungen dieser Welt. Das Geschäftsleben von Christen ist dem Geschäftsleben der Welt ähnlich. Wo ist der Unterschied? Christliche Familien sind so mit der Welt verknüpft, dass man keinen Unterschied zu weltlichen Familien merkt. Es gibt Familien, in denen die Kultur der Familie höher steht als die Kultur des Reiches Gottes. Denkt darüber nach. Wenn ihr lernt, in der wahren Kultur Jesu und des Reiches Gottes zu leben, garantiere ich euch, dass ihr nur eine halbe Stunde irgendwo sein müsst und alle wissen, dass ihr anders seid als alle anderen. Selbst wenn ihr nur ins Restaurant geht, werden die Menschen spüren, dass ihr anders seid. Ihr könnt einkaufen gehen und sehr schnell werden die Leute merken, dass ihr anders seid. Ihr könnt mit dem Flugzeug fliegen und die Menschen darin werden erkennen, dass ihr anders seid. Mein Herz sehnt sich danach, dass ihr aufhört, euch der Kultur um euch herum anzupassen. Was ist das Ergebnis? Paulus sagt, ihr werdet innerlich verändert durch den Heiligen Geist, durch eine komplette Umwandlung eures Denkens. Dann sagt er, das wird euch befähigen, in der Kraft des Reiches Gottes zu leben, was zu einem wunderbaren Leben führt und was gut und erfüllend ist in den Augen Gottes. Ich staune, dass so viele Christen sich so schwer tun, Gottes Willen zu erkennen. Aber ich denke, dass das so ist, weil sie ständig die Kultur des Reiches Gottes verletzen und eingrenzen. Ein Gedanke. Mir fällt es nicht schwer, Gottes Willen zu erfahren. Ich denke, für keinen Christen sollte das schwierig sein. Dazu aber müssen wir eine andere Kultur leben, in der es selbstverständlich ist, Gottes Willen zu hören. Dann wird das Leben wunderbar sein und herrlich in Gottes Augen. Ich fordere euch heraus. Die Herausforderung ist, dass ihr euch nach diesem Live ein bisschen Zeit nehmt und den Heiligen Geist bittet. Bitte zeig mir, wo ich die Kultur um mich herum angenommen habe und wo sie das Reich Gottes verletzt. Zeig mir, wie ich sie verlassen kann und lehre mich, wie ich die Reich Gottes Kultur anwenden kann. Dann beginnst du diese göttliche Kultur nachzuahmen und rund um die Welt wird es eine kraftvolle Truppe geben, die in dieser neuen Kultur lebt. Keine Reinhardt-Kultur, keine amerikanische oder österreichische Kultur, keine brasilianische Kultur, keine Gemeindekultur, sondern die Kultur Jesu und seines Reiches. Bitte den Heiligen Geist, er wird dich lehren. Dann brauchst du nur gehorchen.
Es ist sehr einfach. Amen.